Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sad Long Dark. Ja, wir sind jetzt ein bisschen aussortieren und zwar, wir müssen noch ein bisschen Gewicht verlieren nach Möglichkeit. Denn wir werden schnellstmöglich aufbrechen. Und zwar mit dem Kletterseil können wir endlich jetzt Milton verlassen und können uns weiter aufmachen in die große weite Welt hinaus. Was wir allerdings noch ganz dringend machen müssen, und zwar, wir haben das letzte Mal die Jacke hier bekommen. Und zwar brauchbare Mackenzie-Jacke, neue Mackenzie-Jacke, brauchbare... Die müsste besser sein als die hier. Ja, ist sie definitiv. Das heißt, wir werden die reparieren. Dazu brauchen wir zweimal Stoff. Stoff kriegen wir auf jeden Fall hin. Das sollte nicht das große Thema sein. Ich weiß nur nicht. Stoff, Stoff, Stoff. Haben wir Stoff hier reingelegt? Tatsächlich. Wir haben jetzt drin Stoff. Also das heißt, wir ziehen uns einmal die Mützen hier raus. Können einmal ins Inventar gucken. Nö. Wir haben einmal neue Baumwollmütze, getragene Baumwollmütze, Aktion, reparieren, zerlegen. So, wir haben noch ein bisschen Tageslicht, deswegen müssen wir das zuerst machen. Danach werden wir uns noch ein bisschen aussortieren und Mackenzie's Wollmütze und... Oh, die müsste besser sein, oder? Als die neue Baumwollmütze. Kann das sein? Wenn die repariert... Wenn die repariert ist, müsste das gehen. Erfolgschance 95. Reparieren. Mit Nährwerkzeug. Ja, ist alles bei 100%. Brauchen wir auch keine drei Stück. Wir werden einiges da lassen, tatsächlich. Ist die besser? 100%. Boah, die ist viel besser. Die ist bei 91%. Anziehen. Definitiv. Und das Ding hier können wir zerlegen. So, jetzt brauchen wir allerdings noch einmal Stoff. Ich habe hier, glaube ich... Wir können noch ein Handtuch zerlegen, notfalls. Oder was anderes, was wir irgendwie finden. Teppich, nicht. Vorhänge, Vorhang beispielsweise. 8 Minuten auseinandernehmen. Kriegen wir zweimal Stoff raus. Reicht voll und ganz. Damit werden wir jetzt dann nochmal die... Ich klicke wie immer falsch. Werden wir einmal die Jacke versuchen zu reparieren. Mit 79% Aktion Repair. Haben wir hier... Guck mal, hier haben wir schon 96er. Das werden wir noch da lassen. Wir nehmen das 100er mit, logischerweise. So, Jacke 100%. Bin ich mal gespannt. 2,4, 2,5 tatsächlich sogar. Und die hat mit 99, also die Jacke ist um einiges besser. Das heißt, wir haben zweimal, also wir haben jetzt einiges an besseren Klamotten tatsächlich auch hier. Und wir können die hier direkt ablegen. So, dann haben wir eigentlich soweit erstmal alles, glaube ich, aussortiert. Wir gucken auch nochmal im Kühlschrank, was wir da noch zu liegen haben. Wir haben hier Metall 7-mal. Das werden wir nicht mitnehmen. Ist tatsächlich mir zu schwer. Verbände bzw. Stoff können wir an und für sich auch da lassen, aber wir haben eigentlich... Ich glaube, wir lassen hier lieber noch was da. Und zwar Nähzeug, recycelte Dose, Hasenfalle, eine Laterne, die hat nur 65% tatsächlich. Oh, wir haben hier noch Öl drin und allen drum und dran. Lampenöl. Müssen wir so auffüllen, also direkt aus dem Inventar dann dementsprechend. Aktion auffüllen. Wird das Ding logischerweise auch ein bisschen schwerer. Wir werden auch Lampenöl mitnehmen, allerdings normales, beziehungsweise nicht so ein riesen Kanister auf jeden Fall. Gut, danach können wir uns eigentlich schon hinlegen und können eigentlich schon pennen gehen. Hier haben wir alles aussortiert, bisschen Streichhölzer, ja, die Lupe nehmen wir mal mit, weil ich glaube, das ist so ein Sondergegenstand. Brandbeschleuniger haben wir mehr als genug, Arzneimittel haben wir mehr als genug dabei. Den Rest hier brauchen wir erstmal nicht, wir haben Nahrung mehr als genug noch momentan zumindest verfügbar. Vor allem das ganz, ganz gute Zeug haben wir momentan noch verfügbar. Guck mal, wir haben hier einen besseren Dosenöffner. Den nehmen wir auf jeden Fall mit, wäre doof, wenn nicht. Einfaches Werkzeug müssen wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Ja, jetzt sind wir wieder schon bei 32 Kilo. Da haben wir es schon wieder. Dann haben wir hier... Nee, aber wir nehmen nochmal einen kleinen Brandbeschleuniger auf jeden Fall mit. Dann haben wir 0, ja, fast 1 Liter. Das reicht auf jeden Fall. Magnesiumfackel, Munition haben wir... Boah, wir haben zig Munition halt. Signalpatrone, Signalpatrone, Signalpatrone. Wieso lässt sich die hier bis zu 7 stapeln und die hier nicht? Man weiß es nicht. Okay, boah, dann müssten wir eigentlich tatsächlich Metallschrottsplitter würde ich trotzdem mal da behalten, weil wir noch kein Messer haben. Würde, glaube ich, fast noch eine Fackel weglegen. Wobei, wir sind jetzt bei 29 Kilo im Moment. Können 32 tragen. Gut, der Rest ist soweit leer. Wir legen uns jetzt einmal schlafen auf jeden Fall. Müssen dann sowieso gleich nochmal ein bisschen was trinken.
Wir pennen jetzt einmal durch. 12 Stunden, damit wir voll sind. Und dann geht die lustige Kletterpartie nämlich los. Und wir werden Milton verlassen. So, wir sind extrem hungrig. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Nahrung. Hätte vielleicht sogar noch ein bisschen was garen können, aber guck mal, wir ziehen uns jetzt erstmal. Ja, ja, wir ziehen uns jetzt erstmal das hier ein. Achso, wir brauchen hauptsächlich was zu trinken. Das ist relativ easy. Nahrung können wir uns auch noch mal reinprügeln. Trinken können wir uns komplett voll machen. Ziehen wir einfach noch was aus den Toiletten tatsächlich jetzt dann erstmal ab. Bisschen Wasser an Wasser sollte man noch mitnehmen tatsächlich. Und wir haben auch noch mal Thunfisch. Und damit sind wir komplett voll. Haben noch ein bisschen was dabei. Können jetzt hier noch mal in die Toilette. Ne, hier haben wir tatsächlich schon alles mitgenommen. Und können so gesehen jetzt uns dann schon mal in Richtung des Weges aufmachen. Dann haben wir früh am Tag, wo wir losgehen können. Wir gehen nochmal in ein anderes Haus. Gucken mal, dass wir nach Möglichkeit tatsächlich nochmal Wasser finden aus einer Toilette. Nach Möglichkeit. Da muss ich es mir nicht abkochen. Dann spare ich mir das Feuer machen. Ist hier die beste Alternative momentan, die wir haben. Bei der grauen Mutter wäre eine Option. Ah, es war, glaube ich, kein Wolf. Das war, glaube ich, der umgestürzte Briefkasten vom Häuschen. Ah, guck mal, hier haben wir doch auf jeden Fall eine Toilette. Und hier haben wir doch auf jeden Fall noch Wasser drin, oder? Ja, sehr schön. Wir nehmen mal 1 Liter noch mit, auf jeden Fall. Sollte dann aber auch reichen. Wir müssen uns nicht überladen. So, hier haben wir alles durchsucht. Ist leer. Haus verlassen. Hier können wir nochmal ganz kurz gucken. Ist leer, ja. Okay, dann müssen wir an den ganzen Wölfen erstmal vorbeikommen. Und ist eigentlich hell genug mittlerweile draußen. Rest Milton haben wir jetzt eigentlich tatsächlich erstmal durch. So, Magnesiumfackel nehmen wir schon mal in die Hand. Würde tatsächlich, glaube ich, erstmal die verbrauchen, denn die Patronen wiegen weniger als die Magnesiumfackel. Das heißt, auch dadurch wieder ein bisschen Gewicht sparen. Nach Möglichkeit. Der grauen Mutter sagen wir nicht mehr tschüss. Abschiede sind nicht unser Ding. Sie wird schon überleben. Wir haben ja mehr als genug Nahrung da gelassen. Wir haben noch die Nebenquests erfüllt. Wir haben eine super Ausrüstung. Wir frieren fast nicht mehr. Ja, ein bisschen noch. Also im Moment ist auch schweinekalt. Wir haben früh morgens. Frieren noch ein bisschen. Haben aber schon sehr, sehr gute Ausrüstung, muss man sagen. Die nach Möglichkeit natürlich auch noch lange hält. Kommt auf die Wolfangriffe in der nächsten Zeit an. Ja, und wir müssen jetzt erstmal Milton verlassen und zwar, ja, in die Richtung hier runter. Das heißt, hier dann den Berg dementsprechend hoch hinter der Tankstelle. Die Stelle haben wir ja bereits vor, boah, 4, 5 Folgen haben wir die schon mal gesehen, die Stelle. So, ich höre keinen Wolf. Ich sehe keinen Wolf, so kann das bleiben. Waren die alle Winterschlaf oder was ist hier los? Haben wir das Auto hier durchsucht? Ich glaube, ja. So, nach Möglichkeit sollten wir uns jetzt nichts mehr brechen. Dann kommen wir hier perfekt durch tatsächlich. Können tatsächlich auch mal ein bisschen Gas geben. Wir haben noch Energie ohne Ende. Da sind Hasen. Das heißt, hier ist zumindest schon mal kein Wolf. So, der Rest müsste erstmal passen. Ja, dann kommen wir in der Folge tatsächlich hier noch raus aus dem Kaff. Gott sei Dank. Bin mal gespannt. Der erste Akt müsste dann eigentlich soweit fast schon durch sein, dass wir in Richtung Akt 2 kommen oder Story-Modus Teil 2. Jetzt höre ich Wölfe. Ist hier eigentlich hinten noch irgendeine Höhle? Oder hier oben drauf irgendwas? Ich sehe nur Äste. Bartflechten. Keine Höhle mehr. Okay. Und ein riesengroßer umgestürzter Baum. So, das hier müsste, glaube ich, der Felsen sein, wo wir klettern können. Speichervorgang, das ist schon mal sehr, sehr schön. Das ist der Felsen. Ja, Kletterseil verwenden. Nie wieder sehen. Ja, wir haben eine weitere Nacht überlebt und wir werden den Ort hier nie wiedersehen. Das ist wohl richtig, denn ja, wir werden hier nicht mehr hochkommen. Deswegen, wir haben alles, was wir nicht brauchen, haben wir da gelassen. Wir sind nicht überladen. Es läuft tatsächlich sehr, sehr gut. Wir haben eine gute Ausrüstung beieinander und gleich werden wir, glaube ich, abstürzen. Also das weiß ich noch. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel. Aber ich glaube nicht. Das Seil reißt, glaube ich, oder? Ja. Ja, natürlich.
Leichte Prellung. Ganz toll. What the hell? I guess that rope was older than it looked. Das glaube ich auch, mein Freund. Das hätte man ja mal vorher überprüfen können, aber gut, wer bin ich? Finde einen Weg durch die Berge. Neue Aufgabe. Karte zum Anzeigen. Ah, guck mal hier. Nett. Also immer in der Richtung geradeaus weiter. Gucken wir mal ganz kurz. Nee, Leiden hat sich schon wieder erledigt. Sehr schön. Nahrung, passt nur alles. Nur ein bisschen kalt ist uns tatsächlich, aber ich hätte noch ein Heißgetränk zu mir nehmen können. Das wäre tatsächlich nicht das Schlechteste gewesen. Aber es geht. Klamotten sind schon mal nicht... Ach, guck mal, da unten ist ein Feuer. Da brennt ein Feuerchen. Da werden wir vielleicht auch wieder auf irgendjemanden treffen, könnte ich mir vorstellen. Jetzt fängt tatsächlich auch so langsam... Ach, guck mal, da vorne zieht man... Man sieht da vorne schon ein Seil hängen. Jetzt ist tatsächlich auch so langsam der Abschnitt, wo ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Beziehungsweise neue Inhalte auf uns warten. Mahlzeit! Wer bist du denn? Recycelte Dose. Ah, hier steigt auf jeden Fall unsere Hitze. Methuselah! Ach, der Tankstellen-Heini. So, we meet again. This what you do? Hang around campfires and share wisdom? These are confusing times. Let me see if I can help you make sense. Glaub nicht, dass der das kann. I'm an old man. I've seen many things. Some would say too many. I've seen this happen before. We've sinned. Now we're paying the price. Are you talking about religion? Not religion. Redemption. Natürlich. Is this about the lights in the sky? The lights in the sky are a reckoning. The wonder of humanity and all its creations laid bare. Her warnings went unheeded. Whose warnings? Mother Nature's. The signs were there for those willing to see them. This has all happened before. Soon we'll all be tested. We'll have to choose how far we'll go to survive. What do you mean this has happened before? Big change is coming. Are you ready to face it? I'm no hero. I'm just looking for someone. Doing my best to survive in the meantime. Perhaps. Yet you take the role of the avenging angel. Choosing who will live and who will die. Ja. Avenging angel? What? You talking about the convict? How do you know about that? Was it easier to do it? Thinking nobody would ever know. Yeah. The guy was a killer. If I let him go, he'd have killed again. Or worse. I did the world a favor by putting him down. You might have. But die by the sword could be a tough philosophy for a civilization that's just been undone. Look. We've lived through lots of power outages, and the thing is, the lights always come back on. You might dispel the darkness at times, but the light is never coming back. Good luck, old man. Enjoy your apocalypse. You keep your luck, stranger. I have a feeling you're going to need it. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich Auswirkungen hat. Ach, guck mal hier, Astrid wieder ein Hinweis, oder? Oder ist das, nee, das ist sein Stock, glaube ich. Ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich Konsequenzen hat, weil wir den Sträfling umgebracht haben. Aber anscheinend ist es so. Hier haben wir noch eine Tasse Kaffee, eine recycelte Dose und hier haben wir noch ein Stück Kaninchen gegart. Was wir uns auf jeden Fall mitnehmen können. Ich würde auch sagen, da wir... Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können, vor allem den Kaffee eben. Wir halten uns auch noch kurz am Feuer auf. Damit unsere Temperatur noch ein bisschen steigen kann. Und eigentlich können wir kalt... Was? Nicht trinken. Aufhören. Kalt. Kaffee ist alles kalt. Brennstoff hinzufügen, garen. Kaffee auswählen. So, 4 Minuten bis zum Garpunkt. Es
2 Minuten bis zum Garpunkt. Sehr schön. Dann können wir uns den Kaffee noch reinziehen. Das hält uns nämlich auch warm über einen längeren Zeitraum. Und ich hätte aber tatsächlich gedacht... Ich hätte nicht gedacht, dass wir Konsequenzen davon kriegen, aber okay. Das heißt, wir müssen tatsächlich aufpassen, was wir tun. So, den ziehen wir uns einmal komplett rein. Macht uns nämlich einen schönen Wärmeeffekt noch drauf. Temperatur steigt, sehr schön. Okay, Methuselah, schön. Das war mit ihm... Nö. Erschöpfung verringert. Wir können mit ihm leider nichts anfangen. Aber wir... Oh, wir haben einen neuen Teil der Karte aufgedeckt auf jeden Fall auch. Wir können mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas finden. Aber hier sehen wir schon bereits das Seil, wo wir hin müssen. Unser Lebensbalken ist trotzdem nicht ganz voll. Wundert mich, weil wir haben eigentlich schon lange nichts mehr einstecken müssen von irgendjemand. Ein bisschen rennen können wir auch. Wir sind nicht überladen, also... Es läuft tatsächlich eigentlich optimal. Hier geht es steil nach unten. Ich glaube allerdings, hier ist tatsächlich nichts mehr, dass wir hier relativ zügig durchkommen. Und das ist so eine Art... Ja, so eine Art Savepoint oder Hilfepoint. Wenn man tatsächlich irgendwie was vergessen haben sollte, glaube ich. Ah, guck mal, da ist eine Höhle. Die nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit, was sich irgendwie finden lässt. Zumindest was jetzt nicht ewig weit weg ist. Da wären Haargebunden, aber wir haben, glaube ich, noch 48 Stück oder sowas. Das reicht auf jeden Fall erstmal für ein Teechen. Ich sehe was. Schlafsack? Rucksack? Ja. Ja, nein. Schlafsack. Haben wir einen Schlafsack? Wir haben einen Schlafsack 85%. 80%. Zurücklassen. Wir brauchen keine 2. Zedernholz brauchen wir auch nicht. Ist hier noch irgendwas in der Höhle, was sich lohnt? Der Schlafsack natürlich, wenn man keinen hat, ist es nicht schlecht, aber wir haben bereits einen und der ist sogar besser. Nö, Rucksack, keine Leiche. Kein anderes Versteck. Das heißt, wir können hier wieder abschalten. Und ja, wir bewegen uns jetzt mal in Richtung des Seiles. Wölfe habe ich jetzt momentan noch keine gesehen. Das heißt, auch hier eigentlich relativ sicher. Nur Hasen. Gut, Ausdauer werden wir brauchen zum Klettern auf jeden Fall. Zwar, ich glaube, relativ viel sogar. Abgelaufen, Erschöpfung verringert. Okay, macht nichts. Ja, kostet uns Energie. Temperatur steigt, abgelaufen, macht auch nichts. Wir kommen hier hoch, da wir nicht überladen sind. Wenn man hier überladen ist, muss man tatsächlich überlegen, okay, ziehe ich Dinge aus oder lasse ich Dinge da, weil ich sonst hier nicht hochkomme. Also da ist das Spiel echt gnadenlos, nämlich. Und das scheint mal ein besseres Seil zu sein. Kann ich das mitnehmen? Ich will eigentlich wieder hoch. Ich würde das Seil tatsächlich gerne mitnehmen, wenn das geht. Ah, hier. Kletterseil nehmen. Methuselah ist... Achso, wir klauen ihm sein Kletterseil. Aber da unseres kaputt gegangen ist... Ah, der wird hier schon irgendwie rauskommen. Der zieht sich irgendwas rein und danach fliegt der. Oder das ist gar kein Problem für den. Ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis. Aber ich glaube nicht. Und wir müssen tatsächlich, glaube ich, aufpassen, was wir in dem Spiel tun. Nicht, dass es wir uns mit allen Leuten verscherzen. So, jetzt geht's hier über den Baum. Also die Wege sind teilweise tatsächlich ein bisschen... Ja, heavy. Hübsche Aussicht. So, nach Möglichkeit nicht das Bein verstauchen. Tiefschnee. Ich glaube, der Tiefschnee ist auch immer so... Das hier müsste so Tiefschnee, glaube ich, sein, oder? Nee, nicht mal. Aber ich glaube, der Tiefschnee ist ein bisschen anders gefärbt tatsächlich. Aber jetzt kommt wieder ein Wasserfall. Wasserfall ist leider extremst laut. Und es wird noch lauter. Ich glaube, wir müssen noch mal klettern, könnte ich mir vorstellen. Hatten wir ein Reh. Speichervorgang ist schon mal gut. Wie viel Platz haben wir? 31, 35 Kilo können wir tragen. Reh gefroren. Wir könnten Haut, wir könnten Fleisch mitnehmen. Wir haben aber noch genug tatsächlich. Sodass ich es liegen lassen würde. Also wir haben noch genug andere Nahrungsmittel erstmal. Und es ist tatsächlich sinnvoller, ein bisschen was zurückzulassen und dafür schneller unterwegs zu sein. Und dadurch auch weniger Energie zu verbrauchen.
als wenn ich mich jetzt komplett mit allem vollpacke, was ich habe, auch an Lebensmitteln. Ich muss auch mal Nein sagen. Ach, guck mal hier, Rohrkolbenpflanzen. Die waren auch für irgendwas, waren die gut. Hart, nicht sehr nah, aber ungiftig. Ah, die kann man auch essen. Hey, können wir aber da lassen. Rohrkolben. Der Blütenstand des Rohrkolben taugt als Zunder. Ah, Zunder und Nahrung. Boah, das ist... Die Geräuschkulisse ist echt hart mit dem Wasserfall. Okay, Wasserfälle. Aber hübsch. Aber verdammt laut. So, Hagebutten. Ich glaube, hier kommt man nicht. Ah, guck mal. Eine Straße, aber da kommen wir nicht lang. Also zumindest hier nicht runter. Wir müssen hier durch die Höhle. Region Milton verlassen. Und damit haben wir es, glaube ich, tatsächlich geschafft, den Akt zu verlassen. Wenn wir durch die Höhle durch sind. Neuer Ort entdeckt. Höhle. Wer hätte es gedacht? Ich habe es für einen Bahnhof gehalten, tatsächlich. So, hier. Ah, Möglichkeiten natürlich nichts vergessen. Auch in Höhlen liegt gerne mal eine Leiche rum. Kohle, die lassen wir zurück. Die ist einfach viel zu schwer zum Transportieren. Und eigentlich, tatsächlich, wir haben mehr als genug Brennstoff. Wir können überall Licht machen, wo wir möchten. Hier beispielsweise. In Höhlen liegt gerne Kohle rum. Super Brennstoff. Werden wir später auch brauchen, wenn wir irgendwann mal Metall schmelzen müssen. Im Moment aber nur hinderlich. Ja, und Verlauf ist so eine Sache. So, nehme ich einmal links, einmal rechts, einmal geradeaus. Toll. Yay, zwei Stück Kohle. Das hat sich gelohnt. Gott sei Dank waren es nur 2 Meter. Okay, hier ist nichts weiter. That'll come in handy. Ja, komplettes Kaninchen nehmen wir mal mit auf jeden Fall. Wenn hier schon eins rumliegt. Ist ja wohl durch die Höhle gefallen, das arme Ding. Okay, wo geht's? Nee, da ist nichts, okay. Gott sei Dank ist die Höhle nicht so verwinkelt. Ich bin leider jemand, der sich tatsächlich schnell verläuft. Okay, hier liegt einfach nur Kohle rum. Hier ist auch nichts. Sehr unspektakuläre Höhle auf jeden Fall. Ein Kaninchen. Wir brauchen mehr tote Wanderer. Aber groß. Kohle. Kohle, Kohle. Also. Wenn ich mal Kohle brauche, gehe ich in eine Höhle. Ah. Links. Ah, ja, komm, ein bisschen Platz haben wir noch. Wir nehmen sie mal mit. Wir sind noch nicht überladen. Eine Magnesiumfackel. Nicht schlecht. Uns werden, also je weiter wir im Spiel voranschreiten, desto mehr Wölfe werden kommen. Deswegen sind die Magnesiumfackeln tatsächlich auch sehr, sehr hilfreich. Ah, und da haben wir den Ausgang. Halt. Nee, sah nur so aus, wie wenn da noch was liegt. Nö, Höhle verlassen. Halte dich möglichst fern. Oh. Ja. Oh Gott, muss ich selber schießen? Er mit Pfeilen. Ah, das war jetzt der erste Teil. Early Access und Gaming Preview, ja. Episode 2. Weiter zu Episode 2. Logischerweise. Das heißt, wir haben Episode 1 haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Kommt jetzt nochmal der ganze Anfang? Ja, das ist nochmal der ganze Anfang. Das müssen wir uns nicht nochmal angucken. Oh. Okay. Wie kommen wir hierher? Ja, schön warm, gell? Der Wahnsinn. Hey. Damn it.
Ja, da ist er doch. The lights. Hey. Easy. Take it easy. Bisschen verletzt, der Gude. Who are you? Name's Mackenzie. I'm the one who saved you from the bear. You kill it? I don't think so. But I hit it. Maybe scared it away. Not the way you shoot. Glad your memory's coming back. Shit. He caught me good this time. Weil dieses Mal? This time? Me and the old bear go back a ways. There's unfinished business between us. I bandaged you up, but you're in bad shape. Is there anywhere to get medical help? What? You mean like a hospital? Out here? Nah, nothing like that. I see you have a radio. Can we call for help? No. Radio's been dead for the past few days. I can't raise any of the usual channels, and I'm not sure why. Well, you'll need some stronger meds to avoid infection. Wir haben nur noch ein bisschen was da. You some kind of doctor? No. But I've been around doctors enough to know you'll be in trouble soon. Unless you get some better help than I can give you. Yeah. Right. Well. Closest help is probably in Milton. Back the way you came. There's nobody left to help you there. Die alte Dame vielleicht. The town's pretty much deserted. There was a fire and... Damn. The next town's days away. I'm wrecked. But if you leave now, you might be able to... You won't last days like this. Must be another way. There's someone who might help. But we can only reach them by radio. So, we're back to where we started. There's got to be somewhere nearby that might have medical supplies or another radio we can use. You might find some comms gear or parts in the old Carter Dam. It's probably ancient stuff, though. That place has been abandoned for years. It used to have a first aid room. Might still be some old meds there, too. Something strong enough to maybe numb this pain. Hang in there. I'll be back as soon as I can. Okay, demnächst nicht mehr helfen müssen. Wait. Wait. The old bear. He's still out there. He'll be wanting to finish the job. Okay. Na super. Ja, wir haben ein Gewehr. You won't kill him, but you might scare him off again. Right. Na toll, ein unzerstörbarer Bär. Unkaputtbar. Damn. Unstable. Wait, what? What do you mean unstable? Das ist schlecht. Na toll. Passed out. Hütte des Pelzjägers, der verletzte Pelzjäger, Kapitel 1. Okay, sehr schön. Also, Kapitel Nummer 2, wir haben einen Bären, der uns jagen wird, so wie es aussieht. Wir haben aber ein Gewehr, um uns zu verteidigen, immerhin schon mal. Und der Bär ist anscheinend unzerstörbar. Yay, läuft. Zombie-Bär for the win. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank. Luckballing-Tee, neues Ziel. Cool. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Bye, The Long Dark. Macht's gut.